Im 16. Jahrhundert eroberten spanische Konquistadoren Amerika und Kasaken Sibirien. Was Gemeinsames haben Cortés und Yermak? Konquistadoren entdeckten das Aztekenreich. Das Heer von Yermak trat dem Khanat Sibir, dem ehemaligen Teil der Goldenen Horde, entgegen. Die von den Azteken eroberten Stämme halfen den Spaniern. Yermak wurde von Handen und Mansen, denen er den Schutz von Khans versprach, unterstützt. Spanier wurden von Gold angelockt, Kasaken von sibirischen Pelzen. Aber Konquistadoren plünderten, indem Yermak handelte. Konquistadoren zerstörten Städte, Pioniere von Sibirien bauten Straßen und Festungen. Konquistadoren zwangen die Gefangenen zur Arbeit. Die Völker von Sibirien kannten die Leibeigenschaft nie. Yermak errang eine Reihe von Siegen, geriet in einen Hinterhalt und wurde getötet. Er machte nur den ersten Schritt auf dem Weg nach Sibirien. Seine Errungenschaft war friedliche Besiedlung. Dieser Ansatz behielten seine Nachfolger.